Der renitente Charakter der Kölnerinnen und Kölner ist spätestens seit der Schlacht von Worringen bekannt. Das war 1288. Seitdem hatte es im Schatten des Doms keinen Stadtherr, keinen Kardinal und keine Oberbürgermeisterin leicht. Trotzdem können KölnerInnen, wenn es drauf ankommt, auch gönnen. Insbesondere, wenn ein Glas Kölsch in der Nähe steht. Schließlich war ja sogar Willi Milovic eigentlich aus Düsseldorf. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, er ist wieder zurück. Endlich. Frank Ulrich Montgomery. Inzwischen ja Weltärztepräsident, also oberster Gesundheitspolizist. Ja, Marschall Montgomery ist zurück in meinem Fernsehgerät. Mashallah, er reitet wieder mit verkniffenen Augen, die Spritze im Holster, gegen das Böse, gegen die Ungeimpften und möglicherweise sogar auch gegen Pferdediebe. Ich glaube, wir haben seit 3-4 Monaten versucht, die Leute von der Impfung zu überzeugen, ohne dass es wirklich viel gebracht hätte. Jetzt müssen wir mal ein bisschen härter werden, aber nicht gegenüber den Gastwirten, sondern gegenüber den Ungeimpften. Bei Maischberger gab er den scharfen Sheriff, knallte knallhart ordentlich mit der Peitsche und fauchte mal wieder schneller als sein Schatten. Zitiert wird unser Marschall Montgermknödel gerne mit dem Begriff Tyrannei der Ungeimpften. Klar, die Ungeimpften glauben, dass das Heilsgeschwurbel aus Telegram und YouTube die allerletzte Wahrheit ist, bekommen den Intensivaufenthalt von uns geschenkt und wollen nach der Extubation Klangschalen im Zimmer. Lothar Wieler wiederum, unser oberstes Orakelwesen, hat das ja alles in einem viral steil gegangenen Kurzvortrag bemerkenswert präzise zusammengefasst. Hier nochmal zum Mitschreiben. Jeden Tag 400 Corona-Tote, das Wasser geht nicht mehr in den Eimer zurück. Aber die Solidargemeinschaft, mein lieber Marschall Mundgummi, schützt eben auch selbstverschuldetes Elend. Also auch zum Beispiel die 3R, Raser, Raucher und Ernährungslegastheniker. Trotzdem, für einen kurzen Moment musste ich bei Tyrannei der Ungeimpften schmunzeln. Da war so ein bisschen klammheimliche Freude. Und jetzt zur Freude. Dass diese Kolumne hier aus Köln ist, ist bisher nicht klar ausgesprochen, hat sich aber vielleicht schon dem einen oder anderen aufgedrängt. Und jetzt mal Klartext von mir. Ja, wir KölnerInnen sind bekloppt. Total und in jeder Hinsicht. Aber das, was da an Köln-Dissen und Fasching-Bashing auf uns medial hereinbrach, nach dem 11.11., das ist völlig unangebracht. Da hieß es, die Pandemie gerät außer Kontrolle und in Köln schunkeln die Jecken dicht an dicht. Die Bilder von der Sessionseröffnung in der Domstadt haben Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery entsetzt. Ja, hallo. Zitat Montgomery. Da werden nicht nur die Jecken darunter leiden, sondern auch die, die sich von ihnen anstecken. Selbst der virusbedingte Ausfall von Prinz Alfons dem 11.11. Nein, dieses Jahr heißt er Sven Olef. Wurde schon von Marshmallow Montgomery als Menetekel verkauft. Aber jetzt mal zu den Zahlen. Wir haben heute in Köln, während ich diesen Text einspreche, eine Inzidenz von 280. Am 11.11. lag es über 235. Das ist der gleiche Trend wie in völlig frohsinns unverdächtigen Orten wie Hameln oder Dienstlaken. Es gibt keinen Feiereffekt, außer Kopfschmerzen. Und warum? Von 1 Million Einwohnerinnen sind 800.000 zumindest einmal geimpft. Wir KölnerInnen sind zwar bekloppt, aber wir lassen uns wenigstens vorher impfen. Alaaf. Ja.